Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Zug statt Flug, mehr als eine klimafreundliche Alternative. Hier im Kulturpark in Zürich oder bei Ihnen zu Hause auf dem Bildschirm. Im Namen von Umverkehr möchte ich Sie herzlich zu dieser Fachtagung begrüßen. Uns steht ein spannender Nachmittag bevor, an welchem uns verschiedenste Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Politik, der Verwaltung, aber auch Vertreter von den Transportunternehmen SBB und Swiss und Exponentinnen und Exponenten von Klimaorganisationen ihren Blick auf das Thema Flugverkehr und mögliche Alternativen aufzeigen werden. Gemeinsam werden wir über Netto Null, Mobilität im fossilfreien Zeitalter und das Verlagerungspotenzial auf die Schiene diskutieren. Die heutige Fachtagung wurde organisiert von Umverkehr, einer verkehrspolitischen Umweltorganisation, die sich seit bald 3 Jahrzehnten für eine ökologische, sozialverträgliche und zukunftsweisende Mobilität einsetzt. Umverkehr entwickelt verkehrspolitische Visionen, wie Mobilität möglich ist, ohne Luftverschmutzung, ohne Lärmbelastung und ohne Landschaftsverlust. Und Umverkehr zeigt, wie wir mobil unterwegs sein können, ohne dabei die Klimakrise weiter zuzuspitzen. Darum setzt sich Umverkehr seit 2015 für den Erhalt von Nachtzügen ein. Vor 2 Jahren lancierte Umverkehr die Kampagne Zug statt Flug und setzt sich seither für Kostenwahrheit im Flugverkehr, für ein attraktives Angebot von internationalen Bahn- und Nachtzugverbindungen und generell für mehr Zugreisen und weniger Flugreisen ein. Denn wenn wir die Ziele unserer Klimapolitik erreichen wollen und die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise mindern, müssen wir die klimaschädlichen Emissionen, allen voran eben das CO2, reduzieren. Ein großer Verursacher ist der Flugverkehr. Dieser ist in der Schweiz für 20% des menschgemachten Klimaeffektes verantwortlich. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, wird er in 10 Jahren ein Haupttreiber für den Klimawandel hierzulande sein. Dies sind 2 der 9 Flugfacts, die im Rahmen der Kampagne Zug statt Flug aufgearbeitet und publiziert wurden. Sie finden diese eindrücklichen Zahlen grafisch schön aufbereitet im Internet unter flugfacts.ch. Die Flugfacts zeigen klar, der Großteil der Schweizerinnen und Schweizer fliegt überdurchschnittlich oft zu sehr tiefen Preisen und an Orte, die auch gut mit dem Zug erreichbar wären. Fliegen die Schweizerinnen und die Schweizer denn einfach zu gerne? Nein, das ist es nicht. Vielfliegerinnen und Vielflieger, die wissen, was ihr Verhalten für Auswirkungen auf das Klima hat. Aber zwischen Flug und Zug herrscht bis heute kein fairer Wettbewerb. Während der Flugverkehr von der Kerosinsteuer, der Mehrwertsteuer und der CO2-Abgabe befreit ist, wird der Bahnverkehr mit Mehrwert- und Stromsteuer sowie Trassengebühren belastet. Flugreisen sind damit indirekt subventioniert und können günstiger angeboten werden als vergleichbare Reisen mit dem Zug. Zug statt Flug fordert daher erstens die Einführung einer Flugticketabgabe. Damit kann zumindest ein Teil der Klimakosten abgebildet und verursachergerecht getragen werden. Als zweites soll sich die Schweiz international dafür einsetzen, dass eine Kerosinsteuer eingeführt und lenkende Maßnahmen definiert werden. Und drittens soll eine Verkehrsverlagerung hin zu nachhaltigeren Verkehrsträgern wie dem Bahn- und Nachtzugverkehr gefördert werden. Mit diesen 3 Zielen startete die Kampagne Zug statt Flug im Jahr 2018. Und seither ist viel passiert. Corona hat das Mobilitätsverhalten in kürzester Zeit radikal verändert. Unternehmen ersetzen Business-Trips jetzt mit Videocalls und Urlauberinnen und Urlauber zogen es statt in die Bahamas in die Schweizer Alpen. Der Flugstreik brachte junge Menschen an die Öffentlichkeit, die sich bewusst gegen Fliegen und für nachhaltiges Reisen entschieden und mit ihrem Verhalten andere zum Nachdenken und Nachahmen anregten. Die SBB kündigte einen Ausbau an Nachtzügen an.
Und das nationale Parlament beschloss im Rahmen der Revision des CO2-Gesetzes eine nationale Flugticketabgabe von maximal 120 Franken. Dies ist zwar noch zu wenig und natürlich auch noch nicht im Trockenen. Es droht ein Referendum und damit eine Volksabstimmung. Wir werden alles daran setzen, dass diese Volksabstimmung gewonnen wird und nach erfolgreicher Annahme, dass die CO2-Abgabe erhöht wird. Denn gemäß dem deutschen Umweltbundesamt betragen die Klimakosten einer emittierten Tonne CO2 des Flugverkehrs 380 Schweizer Franken. Eine Flugticketabgabe auf diesem Preis berechnet, kostet zum Beispiel für einen Rückwärtsflug von Zürich nach Berlin 60 Franken und für einen Flug von Zürich nach Bangkok ungefähr 550 Franken. Das ist also deutlich höher als die Obergrenze, die die vom Parlament vorgesehene Flugticketabgabe erlauben würde. Aber trotzdem, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und damit diese Tendenz auch in der Zeit nach Corona Bestand haben, müssen jetzt Visionen für eine fortschrittliche und ökologische Mobilität weiterentwickelt und konsolidiert werden. Wir möchten an dieser Fachtagung den Blick in die Zukunft richten. Wie groß ist das Verlagerungspotenzial von Flug auf Zug? Gibt es noch andere Alternativen zum Fliegen? Können wir künftig gleich reisen wie heute, nur mit dem Zug? Oder braucht es ein Umdenken auch in der Tourismusindustrie? Wo ist der Flugverkehr notwendig oder gar unersetzlich? Und wie bringen wir den Flugverkehr auf Klimakurs? Diese und weitere Fragen werden in Fachreferaten und Expertinnenrunden diskutiert werden. Gemeinsam mit Ihnen, den über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Bildschirm. Frau Hasler, die durch den heutigen Nachmittag führt, wird Ihnen nun noch Genaueres zum Programm und zur Handhabung des Online-Tools sagen. Und ich wünsche Ihnen nun spannende Fachinputs und interessante Diskussionen. Dankeschön.